Leute, hier ist wieder mal Oliver3911 und wie man eigentlich schon erkennen kann, liegt hier auf meinem Tisch ein relativ großes Paket. Ja, ist eben mit der Post gekommen. Ich bin schon ganz geil drauf. Ich habe schon seit Ewigkeiten drauf gewartet. Um euch mal die Dimension zu zu zeigen, wie groß das Paket ist. Das ist meine PlayStation Portable. Also das Ganze ist schon ziemlich groß. Wie gesagt, ich habe ziemlich lange drauf gewartet. Ist ein Paket aus England und wir werden das jetzt mal unboxen. Aus England deswegen, weil in Deutschland gibt es diese Version dieses Spiels zwar auch. Und wie ihr vermutlich schon am Titel seht, wisst ihr sowieso schon, worum es geht. Aber in England war es halt um einiges günstiger. Und ich hol's jetzt mal raus. Und Flooms, man erkennt's schon. Die UK-Version der Collector's Edition von Batman Arkham Asylum. Und mir fällt schon die erste Schwachstelle dieser Collector's Edition auf. Möglicherweise habe ich die selbst fabriziert. Hier oben, Kante schon kaputt. Ist vermutlich doch eine Gebrauchtversion, aber gut, das stört mich jetzt nicht so stark. Solange wie das Spiel in Ordnung ist und der Inhalt auch. Also, wir packen das jetzt mal aus. Wie gesagt, habe ich relativ günstig gekriegt und deswegen habe ich es genommen. Wir machen erstmal diese Klarsichtfolie hier ab. Wie gesagt, ist die UK-Version. Hab relativ lange drauf gewartet, leider, leider. Aber jetzt ist es ja endlich da und da freue ich mich sehr. Könnt ihr mal ein bisschen hier gucken? Ich gucke selber mal, ob hier irgendwas Besonderes drauf steht. Ja, der Inhalt, was da drauf ist, ist mir schon bewusst, was dort drin ist. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Hier ist noch so ein kleiner Fussel. Das Ganze ist doch nicht so perfekt verpackt, aber egal. So. Auch keinerlei Verschlüsse mehr dran, aber ist ja egal. So, da hätten wir dann also als erstes sozusagen das Highlight. Mehr oder weniger. Und zwar einen Battle Wing. Ich versuche das mal so ein bisschen zu halten, dass er das vernünftig erkennt. Sieht eigentlich, finde ich, sieht er besser aus, als ich es erwartet hätte. Ist auch, ja doch, für Plastik ist es relativ schwer. Lässt sich nicht vom Stativ drin. Aber das werden viele von euch vielleicht schon wissen. Ja, ein Battle Wing. Ich finde ihn eigentlich sehr schön, wird sich sehr gut auf meinem Schreibtisch machen, auch wenn er hier schon ein bisschen. Ja, das Zerkratzte ist vermutlich. Das ist Absicht, aber muss hätte nicht sein müssen. Packen wir mal beiseite. Ich suche gerade einen Platz, wo ich den hinstellen kann. Erstmal abstellen, so. Links oder rechts? Ich würde sagen, wir machen hier mal weiter. Hier haben wir ein Büchlein. Riecht auch noch richtig gut, muss ich sagen. Und zwar ist das ein Arztbuch mit verschiedenem Content zu den eigentlichen Figuren in Batman Arkham Asylum und sowas. Von einem Arzt geschrieben, das Ganze. Ist natürlich in der UK-Version komplett Englisch. Aber das stört mich weniger. Ich bin ja des Englischens relativ fähig und deswegen wird mich das weniger stören. Ist eigentlich ganz nett gemacht, so ein bisschen auf alt getrimmt. Und hat auch, wie man sieht, relativ viele Seiten. Eine Seitenangabe steht ja jetzt gar nicht mit drinne, aber gut. Mir gefällt es trotzdem. Gut, machen wir mal hier weiter. Und ja, hier ist noch ein Siegel drauf, auch wenn es ziemlich schief ist. Machen wir mal vorsichtig ab, dann spare ich mir das gleich, das nachher zu machen. Da müsst ihr jetzt einen kurzen Augenblick Geduld haben. So, gleich habe ich's. Ja, das ist Papier, deswegen bin ich da auch vorsichtig, nicht, dass ich hier aus Versehen was abreiße. Ja, jetzt ist doch ein bisschen was. Naja, gut, ist nicht weiter schlimm. Und wir nehmen mal stark an, dass hier das Spiel ist, drin ist, was mir schon entgegenkommt. Oh Gott, die Discs liegen ja völlig einzeln drin. Auf den Disc ist seltsamerweise wieder ein USK-Logo drauf. Das ist seltsam, auf der Außenverpackung nicht. Aber das ist ja wurscht. Ja, das hier ist das Spiel, Disc 1. Und dann hier haben wir das Bonusmaterial. Mit verschiedenem Content und sowas. Was da jetzt genau drauf ist, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, der Soundtrack unter anderem. Und hier ist das Spiel. Ich gucke mir mal schnell die Rückseite an, ob es so vernünftig aussieht. Ja, sieht das nicht zerkratzt aus oder sowas. Finde ich eigentlich ganz persönlich ganz schick. Ist so ein bisschen designt wie so eine. Wie nennt man das? Na, wie so ein altes Disk-System halt. Wie man schon sieht, diese Packung hier ist relativ schlampig gemacht. Ist nicht dolle. Und deswegen habe ich mir da was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar schon vor ewiger Zeit. Und zwar habe ich mir mal das Cover von Batman Arkham Asylum aus dem Internet ausgedruckt und in eine wunderschöne Verpackung gemacht, eine DVD-Verpackung.
Das ist sehr nice. Und ja, werde ich vielleicht nachher noch eine Verpackung holen, wo ich dann beide DVDs reinmachen kann. Ist vermutlich angebrachter. Aber so kann ich das Ganze dann stilgerecht in den Schrank stellen und mache dann keinerlei Probleme. Aber wir machen einfach mal weiter, denn es ist ja noch ein bisschen was. Und ich gucke gerade, wo habe ich nochmal die aufgenommene Zeit? Ach ja, da unten. Hier haben wir auch nochmal eine Anleitung. Eine Anleitung haben wir hier. Ich sage, sie ist in Schwarz-Weiß. Falsch geraten, sie ist komplett farbig. Und sieht eigentlich sogar gar nicht schlecht aus. Muss ich mir nachher nochmal exakter angucken. Sieht jetzt aber an sich nicht verkehrt aus. Wie viele Seiten hat das Ganze? 21 Seiten. Ganz nett. Und na toll, jetzt hat man es hier schon gesehen die ganze Zeit. Hier liegt noch ein Download-Key. Exklusiver Access zu irgendwas. Den Key werde ich höchstwahrscheinlich schon verwendet haben, wenn ihr das Video seht. Und wenn nicht, dann werde ich ihn irgendwie wegblenden. Qualität ein bisschen runternehmen oder sowas. Auf jeden Fall werdet ihr von diesem Key nicht haben. Ja, an sich war es dann auch schon. Wir können ja nochmal gucken. Hier lag nichts mehr. Holen das Ganze nochmal raus. Hier ist auch nichts mehr, nur blanker Karton. Ja, für die Wartezeit, die ich drauf gewartet habe, weiß ich nicht, ob die Sache wirklich wert war, aber ich freue mich trotzdem, das Spiel jetzt auch für die 360 zu besitzen. Und ja, das wäre dann mein Unpacking gewesen. Wieso passt das jetzt eigentlich nicht mehr exakt? Ist ja egal. Zu Batman Arkham Asylum, der Collector's Edition in UK-Versions, Packungsgedöns. Und ja, ich hoffe, ihr habt dieses kleine Unpacking genossen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das Spiel jetzt hier habe und werde es auf jeden Fall demnächst mal zocken. In der Spiegelung sieht man auch meinen Monitor, da ist das ganz schön. Da könnt ihr mal meinen riesen Monitor sehen, in Anführungsstrichen riesig. Und ja, das wäre es dann gewesen. Ich verabschiede mich nochmal. Zeige euch vielleicht nochmal die Rückseite. Könnt ihr euch ja nochmal angucken. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf das Spiel. Werde es jetzt auch endlich mal richtig komplett extensiv durchzocken. Und ja, das wäre ich dann gewesen. Haut rein, Leute, und bleibt sauber. Und wie Panthers Hanna immer sagt, Ahornsirup klebt, halte ich für eine Lüge, aber man weiß ja nie. Also, ciao, Leute.